Ja, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung zu den aktuellen Entwicklungen in Belarus. Mein Name ist Ellen Überschier, ich bin Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Hier findet eine Revolution statt und die Herrschenden und die Polizeikräfte, die in den ersten Tagen Handgranaten auf friedliche Demonstranten warfen, rund 7000 Menschen ins Gefängnis sperrten und dort die schlimmsten Misshandlungen aussetzten. Sie schlugen und erniedrigten, versuchen, die Erinnerung auszulöschen. Das sind Worte von Svetlana Alexejewitsch, der Literaturnobelpreisträgerin, die vergangene Woche selbst vom Polizeistaat eines unrechtmäßigen Präsidenten verhört wurde. Hier findet eine Revolution statt. Die letzte Diktatur Europas wankt, aber sie fällt nicht, noch nicht. Viele von Ihnen werden, genau wie ich, die Vorgänge auf den Nachrichtenkanälen und überall da verfolgen, wo mutige Journalistinnen und Journalistinnen, Bürgerinnen berichten, was ist in Belarus los. Ja, es sind Bürgerinnen, viele, viele Frauen. Einer belarussischen Tradition folgend übernehmen sie auf wirklich beeindruckende Weise die Führung. Sie sind als friedliche Demonstrantinnen, als politische Koordinatorinnen präsent. Es wird Zeit, dass sie an die Macht kommen. Die Realität sieht freilich anders aus. Seit Wochen protestieren Hunderttausende friedlich, kreativ. Der 9. August, der Tag der Wahl, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Verfälschung des Wahlergebnisses hat die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straßen gebracht. Lukaschenko ist abgewählt. Er klammert sich an die Macht, versucht mit brutalen Verhaftungen, mit der beschriebenen Folter die Menschen einzuschüchtern. Alexejewitsch, die Chronistin der Repression, notiert, ein Demonstrant habe ihr erzählt, wie er im dunklen Innenraum eines Gefängniswagens überwältigt wurde. Ein Sack über dem Kopf, wie früher beim NKWD. Gogol und Tschechow, die werden bei uns nicht überliefert. Aber ein Sack über dem Kopf, so etwas wird weitergegeben. Statt Gogol und Tschechow Internetblockaden und Ausweisungen von Journalistinnen, deswegen richten sich die Demonstrationen auch und vor allen Dingen gegen die brutalen und willkürlichen Repressionen des Polizeistaates. Hinzu kommt, so bitter es ist, eine konstruktive Vermittlung scheitert auch daran, dass der russische Präsident Putin seinen Einfluss auf Lukaschenka nicht für friedliche Lösungen einsetzt, sondern ganz im Gegenteil. Er droht mit der Entsendung und zum Teil scheint das eingelöst zu sein von eigenen Kräften, auch von eigenen bewaffneten Kräften zur Unterstützung des Despoten. Russland provoziert, anstatt zu vermitteln. Und so wird es Ihnen auch gehen. Wir machen uns Sorgen um eine bevorstehende schärfere Eskalation, um mehr Gewalt. Ein Weiter-so dennoch mit Lukaschenka ist nicht vorstellbar. Und daraus ergeben sich dann auch die Kernforderungen der Demokratiebewegung und ihrer internationalen Unterstützerinnen und Unterstützer, denen sich die Heinrich-Böll-Stiftung angeschlossen hat. Freilassung der inhaftierten oppositionellen Präsidentschaftskandidaten, Freilassung der verhafteten Demonstrierenden. Die Gewalt muss ein Ende haben. Die Präsidentenwahl muss unter fairen Bedingungen und mit einer unabhängigen Wahlkommission wiederholt werden. Das sind die Forderungen. Wir wollen heute in das Innere von Belarus schauen. Und ich freue mich sehr und bin wirklich dankbar, dass wir Olga Sparaga und Andrej Karpeka heute live erleben dürfen und sprechen dürfen. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Macherinnen und Machern der Facebook-Plattform, die Sie sicherlich auch schon entdeckt haben, Stimmen aus Belarus. Das Logo mit dem Vogel haben wir gesehen. Erstens danke ich, dass ihr diese Seite eingerichtet habt, dass ihr unermüdlich aktuelle Texte übersetzt und so uns zugänglich macht, die wir Belsat nicht in Originalsprache verfolgen können. Ihr übersetzt das, ihr tragt es weiter und damit durchkreuzt ihr die Idee, die dieses Regime von Lukaschenka hat, die Demokratiebewegung zu verschweigen, zum Schweigen zu bringen,
Informationen zu zensieren. Naja, und alles, was wir aus dem Arsenal der Diktaturen kennen. Und dann zweitens danken wir euch, dass ihr die Idee hattet zu dieser Veranstaltung und uns daraufhin angesprochen habt. Wir sind da sehr gerne drauf zugegangen, weil wir uns freuen, dass wir mit Menschen in Belarus sprechen können und nicht über sie. Zwei Übersetzerinnen, zwei Aktivistinnen heute im Gespräch und mit Texten aus Belarus. Durch den Abend führen wird einer der Initiatoren von Stimmen aus Belarus, Felix Ackermann, der uns auch gleich die Gäste genauer vorstellen wird. Felix, du bist seit langem mit Belarus verbunden, Kulturwissenschaftler, Historiker, Politologe, hast einige Jahre das Zentrum für Deutschlandstudien an der Belarussischen Uni in Vilnius geleitet und arbeitest jetzt am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Und wir danken dir für dein Engagement, dass du das tust, was hier, was wir sehen können auf dem Facebook-Kanal. Und natürlich auch von meiner Seite aus Berlin, aus der Heinrich-Böll-Stiftung, ein herzlicher Gruß an Olga und André. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich bin sehr, sehr gespannt und übergebe jetzt direkt an Felix Ackermann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Abend nach Minsk und nach Berlin aus Warschau. Vielen Dank, Ellen Überscher, für diese klare Ansage. Und vielen Dank an Olga Sparaga und André Karpecka, dass Sie sich Zeit nehmen, um heute mit uns zu sein. Und Sie sind eigentlich heute Abend die Stimmen aus Belarus. Olga Sparaga ist selbst Philosophin. Ich habe sie an der Europäischen Humanistischen Universität kennengelernt, von wo sie schon vor über 5 Jahren gegangen ist, um in Minsk ein neues European Liberal Arts College in Belarus zu gründen. Und sie ist heute besonders sichtbar in Minsk und wir hören ihre Stimme im Radio, in Zeitungen, weil sie vor Ort aktiv ist. Sie hat um sich eine ganze Schar nicht nur von Wissenschaftlern, sondern von interessierten Zeitgenossen gesammelt und arbeitet seit vielen Jahren an der Demokratisierung und an der Wissensvermittlung von unten in Belarus. Und ich freue mich sehr, dass sie mit uns ist. André Karpecka habe ich auch an der Europäischen Humanistischen Universität kennengelernt, ganz früh als Student noch im Deutschunterricht. Und ich finde es ganz toll, dass er heute mit uns dabei ist, weil er heute als Aktivist und Stadtforscher in Minsk aktiv ist. Er ist dort vor allem in der Urbanistischeskaya Platforma aktiv und bemüht sich um das Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft, aber auch Stadtverwaltung und offiziellen Stellen. Und ich freue mich sehr, dass André heute mit uns dabei ist. Seit den Präsidentschaftswahlen am 9. August verfolge ich selbst gemeinsam mit der Dresdner Übersetzerin Tina Wünschmann und der in Frankfurt-Oder lehrenden Slawistin Nina Weller die atemberaubende Entwicklung in Belarus. Nach den gewaltsamen Verhaftungen und den ersten Nachrichten über die systematische Anwendung von Folter begannen wir zusammen mit einem Kollektiv von freiwilligen Übersetzern, Stimmen aus Belarus zu sammeln und sie auf Deutsch zugänglich zu machen. Wir haben uns von der Euphorie der Hunderttausenden Protestierenden anstecken lassen und wir sind in tiefer Sorge um die Unversehrtheit unserer Freunde, Kolleginnen und Bekannten. Die Stimmen stammen, wie Sie heute sehen werden, im Laufe des Abends von unterschiedlichen Orten und von Menschen mit ganz unterschiedlichem sozialen Hintergrund. Und wir freuen uns, im ersten Teil zunächst ausgewählte Stimmen vorlesen zu können und danach auch mit Olga und André ins Gespräch zu kommen. Sie haben die Möglichkeit, im Laufe des Abends Fragen über Zoom zu stellen. Wir werden dann im zweiten Teil der Lesung versuchen, darauf einzugehen. Nina Weller beginnt mit einem Gedicht von André Khadanovic. Andrei Khadanovic. An den Ufern der Freiheit. An den Ufern der Freiheit ist Sommer, bald Morgen. Aus einem Strahl wird dann flutendes Licht. Das Freie ist fern irdischen Vorteils verborgen, der Strom nicht zu fassen in den Fluten des Lichts. Stärkt sich die Flut, ist die Welt wie einst. Wo Neues erscheint, wird Altes beweint. Es erleuchtet die Stadt, Hoffnung kehrt ein, wird Tag in den Höfen, der die Ängste vertreibt.
Vom Hof in die Gassen, Wege und Straßen, sie tragen den Plätzen, Prospekten herbei das Wort, das selbst die härtesten Herzen mit Wahrheit erfüllt und von Zweifeln befreit. Kein Mensch wird vom Licht nunmehr übersehen. In Veränderung liegt der Kern dieser Zeit. Einst ergebenen Sklaven steht es jetzt frei zu gehen. Werden Menschen zum Volk, bleibt das Volk, Menschlichkeit. In den Höhen erstrahlen die Helden der Zeit, ein Streifen des Lichts, eine Spur heißen Bluts. Kehren Stimmen zurück in die Mehrstimmigkeit, an den Ufern der Freiheit, schwimme auch du. Geschrieben von Andrei Khadanovich am 15. August 2020, aus dem Belarussischen übersetzt von Susanna Sofia Koltun. Andrei Khadanovich ist ein Minsker Poet, der die Hymne der Proteste in Belarus schon vor 10 Jahren geschrieben hat. Er hat damals die Hymne der Solidarność-Bewegung in Polen ins Belarussische übertragen und sie während der Proteste 2010 nach den bereits damals gefälschten Präsidentschaftswahlen zur Gitarre auf dem Protestplatz vorgetragen. Und dieses Jahr wurde es zum ersten Mal zu einer Hymne von vielen 10.000 Menschen, die sich getraut haben, auf die Straße zu gehen, bereits vor den Wahlen, aber dann auch im Nachgang zu den Wahlen. Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Empörung der Menschen waren die Wahlfälschungen mit Ansage. Und Tina Wünschmann wird jetzt eine Übersetzung der Tonaufnahme aus einer Wahlkommission vorlesen, die sich so in einer Witebsker Schule zugetragen hat. Schließen Sie die Tür. Lassen Sie uns hinter verschlossener Tür sprechen. Es sind also nur die Mitglieder der Wahlkommission anwesend? Ja, nur die Mitglieder der Kommission. Ich gehe davon aus, dass Sie alle begreifen, worum es geht und weshalb der Vorsitzende der Abteilung für Bildung heute hier in Ihre Schule gekommen ist. Ja, wir wissen Bescheid. Sie wissen also Bescheid. Verstehe. Gut. Dann erzählen Sie einmal, wie es bei Ihnen dazu kommen konnte. Wir haben ausgezählt, was vorlag. Hervorragend. Haben alle ausgezählt? Alle? Und in Ihrem Wahllokal ergibt sich also dieses Ergebnis? Ja. Gut. Und wie hat die Kommission ausgezählt, die sich eine Etage unter Ihnen befand? Dort waren wir nicht. Dort waren Sie nicht. Sie tauschen sich nicht aus? Nein, jeder arbeitet für sich. Also, Kollegen, machen wir es so. Ich sage Ihnen, dass Ihre Kollegen etwas anders ausgezählt haben als Sie. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen genauso ehrlich und prinzipientreu jeden Wahlzettel berücksichtigt haben, genau wie Sie. Und Sie haben nach vorläufigem Ergebnis für den dritten Kandidaten, Lukaschenko, ein Ergebnis von etwa 75% und für das, wo bei Ihnen sehr viel steht, Tichanowskaja, etwa 15%. Das widerspiegelt im Prinzip auch das allgemeine Ergebnis im Oktjabrski-Bezirk. Deshalb möchte ich nicht, dass Sie die Einzigen sind, die aus welchem Bestreben heraus auch immer gesunder Menschenverstand, Würdegefühl, Verantwortungsbewusstsein und so weiter aus der allgemeinen Masse herausstechen. Und ich sage Ihnen, dass ich im Grunde auch schon ein älterer Mensch bin, ein Zeitgenosse von Viktor Zoy, sogar Elvis Presley hätte ich noch erlebt. Ich kenne alle Lieder, auch die Scorpions sehr gut. Aber heute ist nicht die Situation für eure ehrliche Demarche. Deshalb habe ich einen sehr strikten Vorschlag für euch. Ihr ändert das Protokoll und verändert die Zahlen zwischen Kandidat Nummer 3 und Nummer 4 deutlich. Ich bin gern einverstanden, dass für Tichanowskaja eine gewisse Anzahl von Menschen gestimmt hat. Die Gründe dafür werde ich nicht erläutern, auch nicht darüber fantasieren. Den einen leitet das Herz, den anderen der Verstand, den dritten vielleicht das Portemonnaie, das sind deren Probleme. Aber wir
haben hier andere Aufgaben und Probleme zu lösen. Sie haben heute zu tun, dann den 1. September, dann den Tag des Lehrers vorzubereiten. Habe ich das verständlich erklärt? Sergej Viktorowitsch, wenn die Kommission unterschreibt, kann ich dann als Einzelner nicht unterzeichnen? Nein, ich brauche Ihre persönliche Meinung nicht. Ich habe sie gehört, ich habe sie zur Kenntnis genommen. Wir sind alle prinzipienfeste Menschen, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn es um unsere Zukunft geht, möchte jeder, dass die ein bisschen besser wird. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, aber warum muss dieser Mist durch unsere Hände geschehen? Kollegen, ich wiederhole noch einmal, Sie sind großartig, Sie sind ein Kollektiv. Sie haben Ihre Meinung zum Ausdruck gebracht. Dafür haben Sie meine Anerkennung. Aber heute müssen wir es anders machen. Vielen Dank. Olga Sparaga, du hattest dich schon lange auf die Wahlen vorbereitet und warst vorher bei den großen Kundgebungen dabei. Hast das schreibend begleitet, warst auch viel mit euren Studierenden und Kollegen im öffentlichen Raum präsent in Minsk. Wie hast du den Wahlabend selbst erlebt? Hallo, hört man mich? Danke für diese Einladung. Die Frage ist jetzt um den 9. August. Ja. So, ja, zuerst war ich als Wählerin in meiner Abteilung an der Schule Nummer 23. Es gab dort die Kette von Leuten und es wurde so per Telegram-Kanal geplant, dass Leute weiß angezogen werden, auch mit weißen Handbändern. Und viele, viele waren so angekleidet und mit diesen Bändern. Und es gab auch so einen Plan, wie man sich verhält. Ich habe eine Karte vorbereitet mit einem Wunsch, dass diese Wahlen frei werden. Vor einem Tag habe ich geprüft, ob alles nach den Regeln richtig gemacht ist. Und wir hatten keine Store. Das war, wo wir so, das ist das Teil, wo wir, Ecke, wo wir. Es waren keine Vorhänge, es war nicht verhangen, ja, die Wahlkabine. Ja, keine Vorhänge. Und ich habe auch ein Jalaba vorbereitet. Eine Beschwerde. Ja, und ich habe abgestimmt, die Karte gegeben, dass ich für, ich habe gesagt, ich hoffe sehr darauf, dass Sie ehrlich die unsere Stimmen zahlen, unsere Stimmen sammeln. Und diese Karte geschenkt und dann das Papier, das hier alles nicht richtig organisiert ist. Und ja, das war so am Tag. Und am Abend sind zu unserer Schule so etwa 250 Leute gekommen. Wir wollten die Resultate wissen, haben zwei Stunden gewartet. Ein Bus ist gekommen und wir haben gedacht, das ist die Polizei. Einige Leute hatten Angst und dann haben wir bemerkt, dass an der Schule schon alle Fenster dunkel sind und die Kommission weg ist. Und die Resultate haben wir nicht bekommen. Die Kommission ist weggegangen, wir haben nicht bemerkt, wie, und mit diesem Bus weggefahren. Und die Leute waren natürlich empört. Einige Leute sind dann weiter in die Stadt gegangen. Und eine Gruppe von Beobachterinnen und Volunteuren, ich war so in dieser Gruppe als Volunteurin, wir haben uns entschieden, dass wir weiterarbeiten. Und am nächsten Tag hatten wir eine Versammlung in unserer Nachbarschaft. Und ja, es ist dann die weitere Arbeit gegangen, um unsere Stimme Informationen zu bekommen und für unsere Stimme zu kämpfen.
Vielen Dank, Olga. Wir werden gleich noch weiter die Gelegenheit haben zum Gespräch. Wir haben uns überlegt, die Texte heute erstmal chronologisch zu sortieren, um nochmal nachvollziehen zu können, warum eigentlich die Empörung so groß war und auch warum die Empörung so breite Kreise erreicht hat in Belarus. Also dass viel mehr Menschen als 2010 auf die Straße gegangen sind und wirklich viele Menschen das als Angriff auch auf sie verstanden haben. Und ein wichtiger Aspekt sind die etwa 7000 Verhaftungen, direkt in Reaktion auf die ersten Proteste am Wahlabend, aber auch an den folgenden Tagen. Und André Karpeka hat gehört zu denjenigen, die auch relativ zeitnah verhaftet wurden, gehörte auch zu denen, die dann schon nach wenigen Tagen trotz einer längeren Haftstrafe entlassen wurden. Und Nina Weller wird jetzt einen Teil seines Zeugnisses lesen. Ja, das ist ein Ausschnitt aus einem Bericht, den André Karpeka am 15.08. geschrieben hat. Es fällt mir schwer, meinen Hass in Zaum zu halten. Aber ich muss die Kraft dazu finden. Auch in der Zelle musste ich stark sein, um nicht auf den Sexismus und die Xenophobie einzugehen, um das Gelächter zu ignorieren, als ich Fleisch zum Essen ablehnte. All diese Grobheiten. Den eigenen Stress zurückzunehmen zugunsten der Stimmung und des emotionalen Zusammenhalts in der Zelle. Trotz allem saß ich da mit guten Leuten zusammen. Wir saßen alle im gleichen Boot. Die Bullen haben uns frech ins Gesicht gelogen, das sind die schon gewöhnt. Sie haben uns gesagt, sie brächten uns ins Agrestino-Gefängnis und heute wäre Gerichtsverhandlung. Sie haben sogar auf die Frage, wie spät ist es, gelogen. Solange die Miliz sich nicht auf die Seite der Protestierenden schlägt, solange sie den Omon nicht den Kampf ansagen, können wir ihnen nicht trauen. Bezirzt sie nicht mit schönen Worten und Blumen. Ich wusste auch früher schon, wo die gute und wo die böse Seite ist. Ich wusste, auf welcher Seite wir, die Protestierenden, stehen. Aber jetzt, nachdem ich von der Folter in Gefängnissen weiß, nachdem ich selber während meiner Verhaftung gefoltert wurde, sollte diese Grenze allen klar sein. Und alle sollten die eine oder die andere Seite einnehmen. Das ist nicht die Spaltung der Gesellschaft. Das ist ihre Einheit. Hier in Belarus ist nicht der Maidan, hier ist keine Protestaktion, die sind keine Unruhen. Nein, in Belarus findet eine nationale Befreiungsbewegung statt. Daran teilzuhaben, fühlt sich an wie zu lieben. Das Gefühl ist genauso rein, hoch und bringt uns zum Weinen. Es kratzt wie mit einem Skalpell den Schmutz von dir ab, der seit Kindertagen an dir klebt. Wir können und dürfen nicht aufhören. Aus dem Russischen übersetzt von Barbara Anna Bernsmeier. Vielen Dank, Nina Weller. Und André, ich wollte dich fragen, wie du eigentlich dann nach der Haft die Veränderungen in Minsk erlebt hast, die Solidarisierung mit denjenigen, die Opfer von Folter geworden sind, von psychischen Misshandlungen, aber auch physischen. Wie hast du das selbst erlebt und kann man tatsächlich von einer neuen Form von Solidarität in Belarus sprechen? Wir hören ein Echo, André. Machen wir gleich noch einen Versuch, würde ich vorschlagen, mit André, может треба буде виключить звук просто у тебе у комп'ютера, тоді напевно тримається. Hallo. Vielen Dank, lieber Felix. Tut mir sehr leid, aber sollte ich auf Englisch beantworten? I find solidarity as an action that different people take in order to support each other and despite the fear of
possible negative outcomes of such actions. And that's what we face in Belarus every day now. We face it when different social groups come out in the street to support each other, like urban middle-class representatives come to factories checkpoint in order to support its workers who are trying to start a strike. Different bottom-up initiatives appear to support financially those who were fired out because of being civically engaged. And these initiatives, they do crowdfund millions of euros with donations coming from people and organizations all over the world. And that's a very happy feeling for me that Belarus right now is in the light of media all over the world. And at some point, this country became started to has its own subjectivity. Finally, it's not anymore a part of Russia, nor anymore a part of Poland, but it's a country that has its own image. Also, when the evidences of brutal police violence were placed publicly, dozens of law enforcement officers have started to leave their job, losing all social benefit they had. Immediately, several IT companies offered them their usually high-priced training courses for free. And a number of businesses, such as hairdresser, car repair, and so on, has offered their services for free for those who have suffered from state violence and police actions. As for my personal experience, right after leaving the prison, I was detained there for 3 years for participating in the protests. I was surrounded by people, women mostly, who offered me some food, water, and a lift to Minsk, because the prison was located in Zhodzina, so 1 hour and a half from the city I live. And that was kind of a very supportive feeling, and that's the moment when I personally felt what solidarity is after staying in prison for several days and having no one except myself to support me. These are just a few cases to mention. I guess Olga will maybe speak more about the women's solidarity, which is a very inspiring phenomenon right now in Belarus. And I also see other beautiful actions I haven't seen before in Belarusian society at such a scale. And this is beautiful solidarity that fears Belarusian authorities at the most. They cannot understand it and are explaining it for themselves as a process which is led and manipulated by powerful foreign actors. They do arrest people they perceive as possible leaders, expecting that it will stop the protests. In fact, a number of active people have already left Belarus, and as non-commercial organizations are already facing some political motivated pressure from state institutions, like invitations to KGB office and financial control department, I guess this will be also my nearest future and the future of my colleagues, unfortunately. And I hope, however, that this will happen just for a short period of time. So that's what I think about solidarity, and that's what I think about how the solidarity is faced by Belarusian state right now. Vielen, vielen Dank, André. Wir konnten ja diesen Sommer auf Deutsch nachvollziehen, was André eben als Subjektwerdung der belarussischen Gesellschaft beschrieben hat. Sie haben das alle bemerkt, dass genau im Umfeld der Wahlen auch die großen deutschen Medienhäuser von dem Namen Weißrussland auf Belarus umgeschränkt sind. Und ich finde, das ist so ein ganz schöner Hinweis darauf, dass sich tatsächlich was verändert hat, sogar in der deutschen Sprache. Und der nächste Schritt wäre nochmal, sich daran zu erinnern, dass Belarus, die Belarus weiblich ist, dass es eben ein weiblicher Begriff ist, aber auch die Rolle der Frauen besonders wichtig war, wie André eben schon angedeutet hat. Deshalb möchte ich nochmal Olga Sparaga fragen, was das eigentlich bedeutet hat, dass die Frauen dann nach dem Bekanntwerden des Ausmaßes der Folterung
ungefähr am Mittwoch, Donnerstag nach den Wahlen dann auf die Straße gegangen sind in Weiß und Ketten der Solidarität gebildet haben. Olga. Wenn man über diese Aktivisierung von Frauen spricht, dann soll man schon über diese Solidarisierung vor den Wahlen sprechen, ab Mitte Juni, als die Art-Kollektion von Belgazprom Bank, diese Kollektion wurde von Direktor von diesem Bank, der auch kandidiert hatte, Viktor Babarika, gekauft. Und am 14. Juni wurde diese Art-Kollektion in Haft genommen. Und als Symbol dieser Kollektion ist Eva Sutina. Wir sehen jetzt das Porträt. Porträt zeigt Andrei Karpeka uns. Dieses Bild von Chaim Sutin aus 1928 von Eva ist zum Symbol dieser Kollektion und zur Solidarisierung von Frauen geworden. Die Frauen haben aktivisiert, weil im Laufe von diesen Wahlen die Frauen aus dem künstlerischen Bereich, aus NGOs viel gemacht haben, wie früher auch, aber in diesem Jahr haben sie sich sichtbar gemacht. Und dann gab es noch zweite Etappe im Mitte Juli, als drei Frauen, Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova und Veronika Tsipkala, den Stab entstehen lassen und sie haben sich vereinigt und eigentlich ohne diese Vereinigung von drei Frauen hat Svetlana Tichanowskaja, denke ich, nicht so kräftig geworden. Das war zweite Etappe und dann dritte Etappe von Solidarisierung von Frauen waren diese Ketten am 12. August als nach den Folterungen und nach dieser Tyrannie von unserer Regierung, von Lukaschenka. Und Frauen haben wirklich durch ihre Aktionen auf den Plätzen und Straßen Umbruch gemacht. Sie haben wieder zur die Gesellschaft geholfen, Reaktionen auf diese Foltern zu geben. Und ich würde noch über die vierte Etappe sprechen, am 29. August gab es Frauenmarsch und feministische Kolonne war dort und das war wieder große Versammlung von Frauen. Und ich würde sagen, dass Frauen in Belarus jetzt die ganze Reihe von Sachen verkörpern. Erstens geht es um neue Strategien, das ist sogenannte schwache Kraft, das sind diese friedlichen Proteste. Früher war die Strategie von unserer Opposition, dass wir wirklich so zusammenstoßen mit Lukaschenka und diesem Regime und das ist eigentlich, das gibt nicht viel, weil wir mit dem Autoritarismus und mit dem konsolidierten Autoritarismus zu tun haben und friedliche Proteste ist die beste Strategie. Zweitens haben die Frauen die Strategie der Solidarisierung gezeigt, weil sie haben Stab organisiert, sie haben diese künstlerische und andere Performances, diese Ketten gebildet. Frauen waren kreativ. Und das vierte und wichtigste, die Frauen haben immer gesagt, wir haben keine politischen Ambitionen, keine persönlichen Ambitionen. Wir denken jetzt im Interesse der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Und ich denke, dass alle diese Sachen, dass diese sogenannte schwache Kraft, diese friedlichen Proteste, Solidarisierung, Kreativität, die Kreativität wurde auch mit neuen Technologien, Internet verbunden und gesellschaftliche Interesse, das haben Frauen verkörpert und das ist Kern unserer Proteste und unserer Revolution, was eigentlich Frauen verkörpern und wofür sie immer neue und weiter Strategien und Ideen finden. Wie ich gesagt habe, von Eva bis Women Marches, wir haben verschiedene Ideen, wie man weitergeht und Protesten neue Impulse gibt. Also die Belarus ist weiblich und für uns waren diese Wochen, also für dieses Team von Stimmen aus Belarus,
waren es eben auch außergewöhnliche Wochen, weil wir uns alle beruflich und auch privat schon sehr lange mit Belarus beschäftigen und selbst nicht vor Ort sein konnten. Andererseits ist über Telegram und über Facebook natürlich die ganze Zeit verfolgt haben und wie in so einem Tunnel, eigentlich fast wie in einem Fieberzustand das verfolgt haben. Und für uns war es sehr wichtig, nicht nur nach unterschiedlichen Stimmen zu suchen, sondern auch die Stimmen unserer Freunde, unserer Partner, Kollegen zu übersetzen, weil eigentlich das Schreiben und das auch Teilen der Texte in Minsk und auch in den anderen Städten in Belarus eine wichtige Form war, noch das, was eigentlich gerade vor unseren Augen passiert, eigentlich ein Moment, in dem man versteht, dass dort gerade Geschichte gemacht wird von den Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern der Republik Belarus, den im Laufe des Geschehens zu reflektieren. Und wir möchten gerne noch einen Text lesen. Nina Weller wird jetzt einen Text der Minsker Journalistin Irina Khalib lesen. Ich tue ihn an. Unsere Staatssicherheit tut gerade mit ihrer ganzen Kraft alles dafür, dass wir dieses Gefühl des Sieges bekommen. Lauf durch die Straßen, sing deine Lieder, schwenke die Fahne und niemand wird dir dafür deine Nieren zertrümmern. Das ist ungewohnt, nicht wahr? Aber es ist eine Illusion. Heute werden sie dich nicht verprügeln, morgen schon und dann noch krasser. Als Preis für die Euphorie, die du heute erlebst. Sie denken, dass wir leicht zu manipulieren sind. Lass sie mit ihren Liedern durch die Straßen ziehen, dann werden sich die Belarussen schon beruhigen. Das ist doch die Freiheit, genau das, wofür wir gekämpft haben. Das war's. Jetzt brauchen wir für nichts mehr zu kämpfen. Wir haben gesiegt. Und einige Vertreter des ehemaligen Wahlkampfteams rufen euch schon auf wunderbare Weise dazu auf, sich mit den Vertretern der Okkupationsmacht zu treffen. Und die Einwohner von Jodino treffen sich mit ihrem Bürgermeister. Und das wird dann als eine große Errungenschaft dargestellt. Leute, in Jodino gibt es gar keinen Bürgermeister und in anderen Städten auch nicht. Ein Bürgermeister ist jemand, den man gewählt hat. Und der abkommandierte Vertreter der Präsidialverwaltung, wer ist er für euch? Wozu sollte man sich mit ihm treffen und worüber sollte man mit ihm reden? Apropos Verhandlungen. Mit was für einer Grazie versucht man uns gerade weg vom Protest, von den Streiks gar nicht zu reden und in Richtung eines Fake-Dialogs zu bringen? Und schon sind einige sonst recht kluge Leute dabei, sich auf eine ganz ernste Weise in einen Sandkasten zu begeben, um darin mit Buddelspielzeug zu spielen. Und sie verwandeln ihre Wut von gestern in ein friedfertiges Palaver darüber, wer denn nun teilhaben könnte. Aber sind das Blut und sind die Toten schon vergessen? Man hätte früher reden müssen, zumal die Opposition in verschiedenen Jahren einen Dialog angeboten hat. Jetzt kann von einem Dialog überhaupt gar keine Rede mehr sein. Und verhandeln kann man nur über eine Sache, über die Bedingungen der Kapitulation. Kapitulation, Koalitionsregierung, Wahlen. Wir sind keine Trottel. Aus dem Russischen übersetzt von Vanya Müller. Vielen Dank. Wir haben ja alle schon gelernt vom Live-Verfolgen, aber auch aus der Zeitung, dass ein wichtiges Instrument für die Verteilung der Proteste und vor allem für diesen horizontalen und auch friedlichen Charakter der Proteste war, dass es eben diesen Kanal Telegram gibt, der ermöglicht, über 2 Millionen Menschen jetzt über einen einzigen Kanal zu erreichen und dort werden Live-Mitschnitte gepostet die ganze Zeit von kleineren Protesten an vielen Orten in Belarus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu früheren Jahren, dass wir wirklich auch in nicht nur in den Bezirksstädten, sondern auch in ganz kleinen Orten Demonstrationen haben. Die werden sofort übertragen ins Internet und sind im ganzen Land sichtbar. Und so faszinierend das ist, stellt sich die Frage, die ich jetzt gerne an André Karpeka nochmal stellen möchte, was das eigentlich bedeutet, wenn Proteste dezentral sind. Also einerseits heißt das ja, dass es nicht von Anfang an ein festes Programm gibt und ein klar geplantes Vorgehen, dass sich viele Dinge
erst ergeben und abgestimmt werden. Und wie funktioniert das eigentlich, André? Ist da ein geheimes Zentrum im Hintergrund? Wie sind die Techniken, die du beobachtet hast? Okay, so the processes are really decentralized in Belarus, and I think that it is an important point that make them maybe less effective on a short distance, but more sustainable while long run. Most of the actions that are conducted during these protests are private initiatives, just of ordinary people. With no coordination over them, so there's no center of the protests and not one person who will lead them. In fact, it's good for Belarus because otherwise this person will be detained very quickly and isolated from the protests. And in this case, the role of the decentralized center of the protests are playing the Telegram channels. And also groups in other social media, when people do gather in order to make several decisions and actions on their own. For instance, one of the very interesting case is that finally in Minsk we have some highly organized local communities. Based on the yards, so basically yard communities. That was our urbanist dream. We wanted to create and to force here in Minsk. And now these local communities started to create their own funds, informal funds, protest funds, where they spend them on some actions and white flags they put at their homes and their houses. And the next day, definitely special police forces, they come and take away those flags. And in several hours later, citizens, they organize themselves and they put more flags than there were before. So this is how they work and this is how they organize. Also organize meetings. They come with tea and with cakes and in the street. And basically, it's what we have now. It's totally other understanding and the feeling how the space, the urban space, is perceived. Thanks to mass protests, we are proclaiming finally our right to the city. The possibility to gather in the street, not only in the periphery of the city, not only in our own yards, but also at the main square, whenever we want, without getting a permission from local authorities. Special police forces do still arrest and detain tens and hundreds of people each day, but the fear has almost disappeared. And that's really something new for Minskers. Each Sunday, there are hundreds of thousands of protesters in the street, and they are every day there, dancing, singing, standing with flowers, chatting, and so on. That's definitely what has changed in urban space, and that's definitely the one of the results of the protests being decentralized and self-government spontaneously. Vielen Dank, André. Ich muss gestehen, dass ich selbst beim Anschauen dieser Videos aus verschiedenen Teilen von Minsk, aber auch aus ganz unterschiedlichen Städten in Belarus, immer noch eine Gänsehaut bekomme, wenn die Menschen rufen, Gorod jest nasz, die Stadt gehört uns, und einfach das tatsächlich tun, was sie sagen, die Stadt, den Stadtraum für sich zu belegen. Wir haben versucht, auf Stimmen aus Belarus noch weitere ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen, für Sie auf Deutsch zugänglich zu machen. Ich glaube, wir werden heute Abend nicht alle zu Wort kommen lassen können. Es fehlen zum Beispiel die Stimmen der Arbeiter, die sich auch solidarisiert haben in der ersten Woche nach den Wahlfälschungen und deren Streikversuche ein wichtiges Zeichen waren, dass es eben nicht allein
um die jungen Menschen in den Städten, in den großen Städten geht, sondern dass es eben auch in den großen Staatsbetrieben eine große Unzufriedenheit gibt. Und ich möchte Olga, genau, Sie können diese Sachen auf unserer Facebook-Seite nachlesen, und wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde, die wir gerne nutzen würden, um auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie können jetzt gleich über die Chat-Funktion von Zoom Fragen stellen an Olga und André, oder auch Diskussionsbeiträge dort posten. Ich würde aber gerne zuvor nochmal Olga fragen nach einer konkreten Sache. Was sehr überraschend war für alle, war, dass es auf einmal neue Gesichter gibt, dass es wieder eine neue Bewegung ist und dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ein neues Land. Und eine Folge war, dass die alte Opposition auf eine bestimmte Art und Weise fast unsichtbar war oder am Straßenrand stand und zuguckte. Ich wollte dich nochmal ganz konkret fragen, was für dich bedeutet hat, dass ihr jetzt schon über 5 Jahre das E-Club in Minsk betrieben habt, das European College for Liberal Arts in Belarus, und Abendkurse mit jungen Erwachsenen zu verschiedenen Themen durchgeführt habt. Wie macht sich diese Arbeit jetzt heute eigentlich bemerkbar? Kann man sagen, dass die Zivilgesellschaft, die vorher erst im Stillen funktioniert hat oder vielleicht im Verborgenen, heute nochmal anders zum Tragen kommt? Ja, natürlich wollten wir sagen, dass wir einen großen Beitrag gemacht haben mit im Rahmen von unseren Organisationen, urbanistische, Minsker urbanistische Plattform auch. Es gibt diese NGOs der dritten Welle, ich weiß nicht, aus den letzten 10 Jahren, die wirklich anders gearbeitet haben, Netzwerke gemacht und irgendwie horizontaler mit den Fragen der Gerechtigkeit, Rechte auf die Stadt, feministische Fragestellungen. Aber ich denke, dass das ist nicht nur Resultate unserer Arbeit. Das ist nur ein kleines Teil. Ich denke, dass die belarussische Gesellschaft in dieser Zeit im Laufe von letzten 20 Jahren verändert hat und dass das Verhältnis zur Gewalt und Gewalttätigkeit in unserer Gesellschaft anders gewesen ist, und unsere Regierung, unsere Machtinhaber, sie haben sich nicht verändert. Wir haben eine andere Gesellschaft bekommen, und ich denke, das sind auch die Tendenzen, die wir überall in der Welt beobachten, dass zum Beispiel die Menschenrechte immer stärker werden und Antidiskriminierungsfragestellungen in allen Bereichen. Feministische Bewegung spielt sehr wichtige Rolle, ökologische Bewegung, jüngere Leute, die für diese neue Fragestellungen kämpfen. Und das haben wir in Belarus auch beobachtet. Und ich denke, wir haben wirklich, die Leute fühlen sich anders, sie wollen anders leben, und sie wollen auch in einer demokratischen Gesellschaft, existieren und richtige, aktive Bürger sein. Und was wir in diesem Machtapparat beobachten, das ist wie vor 20 oder 25 Jahren. Das ist wirklich konserviert. Und alle diese Fragestellungen, die jetzt die Leute berühren, dieser Machtapparat ist frei von diesen Fragen. Und das ist wirklich Kluft zwischen Machtapparat und der Gesellschaft. So würde ich sagen. Und natürlich unsere Organisationen und die Club, ein kleines Teil haben wir auch gemacht, weil wir diese Fragen diskutiert haben und auch dafür, für diese Fragestellungen gekämpft haben. Geduld bitte. Olga, ich wollte dich noch nach der konkret, bevor wir gleich zu den Fragen aus dem Publikum übergehen, wollte ich dich noch konkret fragen, wie du eigentlich die Situation im Moment einschätzt. Also wo steht eigentlich diese Protestbewegung, die jeden Sonntag wieder mit mehreren hunderttausend Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen ist?
Wir haben zum 1. September, zum ersten Tag, in dem die Universitäten öffnen, massive Polizeipräsenz an Universitäten gesehen. Wir haben gesehen, wie Studierende versuchen, trotzdem durch die Stadt zu marschieren. Wie schätzt du jetzt die Lage im Moment selbst ein, als jemand, der in Minsk lebt, vielleicht auch noch versucht zu arbeiten oder zumindest sehr involviert ist in die Aktivitäten vor Ort? Ich denke, dass die Energie, diese so entstandene, brisante Energie jetzt nicht weniger wird, dass die Leute weiter protestieren und protestieren wollen. Und wir haben jetzt schon nicht nur am Sonntag den Marsch, sondern am Samstag. Am Samstag ist wieder der Frauenmarsch geplant für den Samstag und für den Sonntag den großen Marsch. Und wir haben schon vierte Woche diese Dynamik, dass wir kleinere Marsches, Ketten, Protest, so Orte der Proteste haben im Laufe der Woche und am Wochenende sammeln sich Leute nicht nur in Minsk, sondern in anderen Städten und es entstehen immer die neuere Gruppe. In dieser Woche haben wir Studenten beobachtet, aber auch die Leute aus IT-Sphäre und jede Woche ist ein bisschen unerwartet, welche Gruppe jetzt sich zeigt. Aber es geht weiter und die Leute sind so entschieden. Viele Leute wollen jetzt weiter für eigene Rechte, für demokratische Belarus kämpfen und sie wollen in keinem Fall zurück. André, wie sieht die Lage aus deiner Sicht aus? Jak тебе здається, яка зараз ситуація на твій погляд? If there is a connection, I hope it is. I think that right now the situation is more like a positional war. We need to grab our forces as civil society community, and we need to manage our fears in front of the state and. I guess these protests of institutionalization of protests that is going on, this coordination board, this strike committees, with a new party that was created recently, that is started to be created. And I hope that we will see other institutions growing up out of the protest, and they will develop the situation further, hopefully. Dankeschön, André. Es gibt jetzt sehr viele Fragen. Ich werde die gleich versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, aber vielleicht erstmal die einfachste Frage. André, wie kann man sich den Alltag vorstellen nach den Protesten? Gehen die Menschen alle zur Arbeit, zur Schule? Ist sozusagen business as usual? Як на твій погляд виглядає зараз життя? Це все одно нормальне життя, чи це щось інше? It may look like an ordinary life. When you look out of the window during the day, but there are always some moments that are really different. Like even in the very periphery of the city, you see black, white, red, white flags. That was never before. You can see that the day when a strike was announced. The parking nearby your house is full of cars instead of usual emptiness. And you can see that we have already got used to the cars signs, signals in the middle of an avenue, just like an everyday basis that was never before. And there are also some other signs that
while noticing them, you can understand that the life has already changed. Vielen Dank. Olga, ich möchte dir gerne die so verschiedene Fragen zusammenfassen. Unter anderem hat Justina Schambellan gefragt, wie es eigentlich um die Unterschiede innerhalb der Protestierenden gibt. Ja? Also wir sehen, dass alle vereinigt sind unter den weiß-rot-weißen Flaggen. Aber es muss doch eigentlich dort Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten, Perspektiven und auch vielleicht Vorstellungen über die Zukunft geben. Wie funktioniert, also wie werden diese Differenzen ausgehandelt? Sind die überhaupt im Moment Thema? Ja, das im Moment sind alle Unterschiede irgendwie geschoben. Und die Leute, die wichtigste Idee, führende Idee, dass wir wirklich nicht mehr in einem autoritären Staat existieren wollen, dass wir die demokratische Belarus, für demokratische Belarus kämpfen. Und ich denke, dass diese Unterschiede, die man natürlich hat in verschiedenen Gruppen, dass sie wirklich, die Leute sagen, jetzt stopp, ich habe von die Leute, die im ökologischen Bereich arbeiten, sie sagen, nein, jetzt denken wir über diese Frage nicht, obwohl Müll wird die ganze Zeit während der Proteste gesammelt. Und heute habe ich mit meinen Kolleginnen aus Armenien gesprochen und sie haben auch das Gleiche erzählt, dass bei den Protesten in Armenien haben die Leute auf diese Werteunterschiede auf einen Moment verzichtet, weil diese Umwandlung, demokratische Umwandlung, das Wichtigste war. Also direkt daran schließt sich eigentlich auch nochmal die Frage an, was mit den Stimmen derjenigen Belarusen ist, die eigentlich nicht zu den Protesten gehen und auch denjenigen, die weiterhin das Regime von Lukaschenko unterstützen oder zum Staatsapparat gehören. Wir wissen, dass es über 100.000 Silaviki gibt, also in Uniform stehende Männer. Wie sind diese Stimmen überhaupt zu hören und wie verhält sich das eigentlich zu den Protesten? Das ist auch für mich die Frage. Ja, bitte. Ja, für mich. Ich würde sagen, das ist auch nicht einzelne Gruppe, weil es gibt die ältere Leute wie meine Eltern. Sie haben Angst und ich beobachte, dass sie wirklich eine Selbstüberwindung erleben, weil sie sind auf unserer Seite und andererseits, sie haben irgendwie keine Hoffnung mehr oder es ist sehr schwer vorzustellen, dass wir wirklich gewinnen können. Es gibt Leute, die irgendwie mehr von der Arbeit im staatlichen Bereich abhängig sind. Sie fürchten auch, dass sie alles verlieren. Und es gibt Leute, und diese Leute werden auch für diese staatlichen Meetings gesammelt. Einige sind dort aggressiv, andere sind, ich weiß nicht, ja, das sind die Leute, die wirklich abhängig vom System abhängig sind und irgendwie Alternative nicht sehen. Und es gibt auch die Leute, die diese Miliz, die für Lukaschenko sind, das ist noch eine Gruppe. Und ich würde sagen, dass die Leute in dieser Gruppe auch verschiedene Motivationen haben und verschiedene Ängste. Ja, vielen Dank. Es gibt natürlich die wichtigen Fragen nach der Rolle von Russland. Die schieben wir so ein kleines bisschen nach hinten, weil viele deutsche Medien ja immer die Frage nach Russland zuerst stellen. Stellen wir die heute mal am Ende. Ich wollte nochmal André diese Frage stellen, wie er eigentlich das erlebt, wie sich die Leute in den Verwaltungen verhalten. Андрій, ти співпрацьовуєш з людьми, які працюють у державних установах. Як на твою думку, їх позиція? Чи це взагалі зрозуміло? Чи у вас просто зараз немає контакту? Це перше питання. А друге питання на конт розниці з Майданом. Тут є питання, чому це не Майдан, що зараз відбувається? Я ще одну питання verbunden, warum André geschrieben hat, dass er das nicht als was anderes, qualitativ anderes als in der Ukraine 2014 versteht. While answering the first question, I used to work with governmental institutions. Right now, almost all work of our NGO, Minsk Urban Platform, has stopped.
And all our connections with government, they weren't stable even before. And right now, I think we have lost them. I'm not sure that we will collaborate with this government in the future if the government won't change next month. So I cannot say what they do think about and what is the general sense there. So we have only some media notices and articles and also the words of those who have been fired out from the state institutions, and that's it. The second question is the difference between current protests and Maidan. For me, maybe I'm wrong, but I wasn't there when the Maidan has happened in Ukraine. But from what do I know, the protests in Belarus, they have no geographical differences. So they're in Grodno, they are in Vitebsk, they are in Mogilev, they are in Brest. And definitely they are in Minsk, so they are all over the country. There's no huge difference between the East and the West. That's the important case. So there is no the segregation between the Belarusian society. So yeah, there is definitely the difference between the society and the state institutions and their representatives, but not the society is not divided, as for me, and it's not connected to the geographical scope. The other notion is that it's not only about the geography, but it's also about the class. As I mentioned before, so the representatives of IT industry, they support workers. They are all in the street, and it's also not the manifestation of an existing culture, it's the manifestation of a new Belarusian culture. And I think that's also the difference with Maidan, but yeah, it's discussable. I may be wrong. Also Sie sehen, dass es im Chat sehr viele Fragen gibt und wir werden wahrscheinlich nicht alle beantworten können, aber ich versuche nochmal das so ein bisschen zusammenzufassen, dass wir am Anfang gesehen haben, dass es einzelne Vertreter der Polizei, der Polizeispezialkräfte und auch der Grenztruppen gab, die ihren Dienst quittiert haben und gekündigt haben und auch gesagt haben, warum. Wir haben am Anfang Streiks der Protestierenden gesehen, die sich solidarisiert haben, zu den Kundgebungen gegangen sind, aber nach belarussischem Recht eigentlich nicht in dem Sinne streiken können, wie wir das aus Deutschland kennen oder wie wir das auch in Polen Anfang der 80er Jahre gesehen haben. Olga, an dich ist nochmal die Frage, wie man eigentlich in dieser Situation, in der noch nicht abzusehen ist, ob ein Teil des Staatsapparats von Lukaschenko vielleicht in Zukunft nicht mehr zu ihm halten wird. Wie kann man eigentlich in dieser Situation Zukunftsszenarien entwickeln und wie realistisch ist, dass eine Mehrheit der Bevölkerung diesen Aufbruch tatsächlich zu einer strukturellen Veränderung im Land auch mitträgt? Wie schätzt du das ein? Ja, das ist die schwierigste Frage, weil man hat wirklich mit einem konsolidierten System zu tun. Und es gibt Leute, Lukaschenko hat viel gemacht, um einen Kreis von Leuten zu bilden, nicht nur in Minsk, sondern in Regionen. Und er hat das die ganze Zeit gemacht, diese Leute zu sammeln. Und man braucht jetzt so alternative Strukturen und es geht jetzt um Entstehung von verschiedenen Rats, Selbstorganisationen in allen Bereichen, so im kulturellen Bereich, bei Arbeitern, so überall in Regionen geht es darum, Staatsrats zu organisieren und so weiter. Und ich verbinde die Veränderungen des Apparats mit diesen neuen Strukturen.
Und Leute lesen jetzt die Konstitution und andere belarussische Gesetze und beginnen zu verstehen, wie eigentlich der Staat funktioniert und wo sie etwas machen können, um jetzt die Situation zu verändern und dann wirklich aktive Bürger zu sein und zu bleiben. Und ich denke, dass diese Richtung ist sehr wichtig, dass Leute sich verbinden und dass die Leute nach neuen Instrumenten suchen, wie sie wirklich das alles selbst organisieren in verschiedenen Bereichen, das soziale Leben selbst organisieren. Ja. Das ist ja eigentlich eine Frage an die Menschen in Belarus selbst, also die jetzt gerade eigentlich zusammen diskutieren. Ich verstehe die Diskussion, diese Demonstrationen auch als erstmal ein Statement, dass es neue Wahlen geben soll. Und die letzten Gefangenen auch aus den Gefängnissen entlassen werden sollen. Wir müssen daran erinnern, dass auch noch zwei Präsidentschaftskandidaten, die nicht zugelassen wurden, im Gefängnis sind. Also Viktor Babarika und Sergei Tichanowski, der Ehemann von Svetlana, die Sie jetzt alle aus dem Internet kennen und aus der Zeitung. Ich wollte nochmal Olga die Frage stellen, die jetzt hier in verschiedenen Fragen im Chat aufgetaucht ist. Welche Rolle spielt eigentlich das, die Position von Russland, das, was in der Russischen Föderation gerade passiert. Aber eigentlich gleich damit auch die Frage, welche Rolle spielen für die Proteste die Unterstützung aus Litauen, aus Polen und der Europäischen Union, die sich mit einer Verzögerung, aber dann doch relativ deutlich ausgesprochen hat gegen die Wahlfälschung und auch schon erste Sanktionen, zumindest personenbezogen, verhängt hat. Wie spielt diese verschiedenen Interpretationen aus dem Ausland und die Deutung, dass von dort Einfluss kommt, eigentlich spielt das eine Rolle für diese Diskussion in Minsk? Ich würde sagen, dass selbst die Solidarisierung der ganzen Welt und Aufmerksamkeit für Belarus sehr wichtige Rolle spielt, weil das gibt uns die Kräfte und der Gesellschaft. Das gibt die Kräfte und Motivation und die Leute sind auf sich selbst stolz und sehen, dass die anderen auch das bemerken, wie unsere Gesellschaft sich verändert. Aber selbst wenn wir über Selbstdenken, über die Perspektiven von Belarus sprechen, dann sehen wir nicht, dass Belarusen jetzt über die Orientierung auf Europa, Europäische Union oder auf Russland sprechen, weil es geht um Demokratie in Belarus. Und das ist die wichtigste Frage. Und das ist auch Unterschied zu Ukraine. In Ukraine gab es diese geopolitische Wahl und das war die wichtigste Frage. In Belarus geht es um die geopolitische Wahl jetzt nicht. Es geht um die Überwindung von Autoritarismus. Und Solidarisierung ist wichtig in dem Sinne, dass Demokratie ein Wert ist, ein Praktikum, ein wichtigstes System auf der Erde. Und die Leute, die sich in anderen Ländern für Demokratie kämpfen und Belarusen und auch anerkennen, dass wir auch jetzt ein Teil von dieser Gemeinschaft, von diesem Community, demokratischen Community sein wollen, diese Anerkennung ist für uns sehr wichtig. Weil früher haben wir immer erlebt und gehört, ihr bleibt beim Autoritarismus und wie könnt ihr das alles leiden? Und das war sehr schwierig zu erklären, dass bestimmte Gruppen, wir in der Club oder Minsker urbanistische Plattform, dass wir die ganze Zeit gegen gewesen sind, gegen Autoritarismus. Aber jetzt ist die ganze Gesellschaft gegen Autoritarismus und Anerkennung aus anderen Ländern ist natürlich sehr wichtig. Aus Russland auch, die demokratische Gesellschaft in Russland, wir fühlen von Blogger, Journalisten, von oppositionellen Politikern, das ist für uns, für Belarusen auch wichtig. Aus aller Ecken ist diese Solidarisierung ein Zeichen, eine Unterstützung für uns. Vielen Dank. Also man kann ja das, was wir jetzt in den letzten 3 Wochen gesehen haben, so als neue Konsolidierung der Nationen verstehen, in der in einem bürgerschaftlichen Sinne, Olga, du hast darauf immer wieder hingewiesen, dass es eben weniger eine ethnische Nationswerdung ist oder Abschließen eines Nationswerdungsprozesses, sondern dass wir wirklich sehen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger der Republik Belarus als solche zu Wort melden und einschalten.
Und ich habe in dem Zusammenhang eine Frage an André Karpeka auch nochmal, die wurde jetzt hier mehrmals gestellt. Wenn Menschen vor allem, also ich kenne das vor allem aus Ostdeutschland, aber generell ist es auch eine Frage, die sich viele Linke in Westeuropa stellen, ja. Die verstehen die Form von Staatswirtschaft, die Lukaschenko etabliert hat, als Verteilungsregime, als eine Art Sozialstaat. Und die Frage ist, was eigentlich mit dem Volkseigentum wird und auch inwieweit die Menschen in Belarus selbst Angst davor haben, dass dann ein Erfolg dieser Demokratiebewegung automatisch damit einhergeht, dass die Betriebe zerschlagen werden. Андрій, це трошки питання до тебе з боку, ну, як лівому активісту. Просто питання на конт капіталу, який зараз у шмат яких заводах у руках працівників, можна сказати, це ще національне. І шмат хто на Заході, якби, з такої лівої позиції, обґрунтує своє незадоволення тим, що зараз відбувається у Білорусі, і тим, що вони бояться, що буде просто такий тотальний провал, який ми бачили у ГДР після воссоединення. Ці так само люди глядять на Україну і на економічний кризис, який ми там зараз бачимо. Як тобі здається, ця критика мається до настрою насильництва зараз у Білорусі? The most important demands of Belarusian protests are the release of all political prisoners. The second demand is stop police violence, and the second demand is re-elections. So these are three simple demands. What we do, one, are fair elections where we can choose actually a candidate that will represent the Belarusian society, either from left or central or right, liberal wing, we don't know. We still don't have those candidates right now, and we are fighting for our right to choose. That's an important question. As I see right now. Secondly, you could also criticize the idea that right now workers do have resources in their hands. It's not true. The Belarusian government doesn't allow workers to participate in decision-making process and to participate in the way how the resources are spread. And that's why it's not really right now a left a social state as it's we consider it used to be. So it's not a social state right now that we have, and we want our right to choose what kind of state, what kind of politics we will have in the nearest future. So this is important when answering these questions. Zu den Stimmen, die heute nicht zu Wort gekommen sind, gehören auch wichtige Stimmen von katholischen und orthodoxen Geistlichen, die Sie bei uns auf der Website finden. Und es gab jetzt hier mehrere Fragen eigentlich zur Rolle der Kirche. Dazu würde ich kurz einleitend sagen, dass das Besondere an Belarus eben ist, dass es multikonfessionell ist, also dass es schon immer dort historisch eigentlich eine Koexistenz gibt von russisch-orthodoxen und römisch-katholischen Gläubigen, wobei die römisch-katholischen besonders im Westen, Nordwesten des Landes konzentriert sind und teilweise auch zur polnischen Minderheit gehören. Und die Frage ist vielleicht nochmal an Olga, wie macht sich das eigentlich jetzt bemerkbar in Minsk im Stadtbild? Die, einerseits die Rolle der Geistlichen, aber auch die Kirche eigentlich als öffentlicher Ort, an dem und um den Proteste organisiert werden. Ja, Kirche, katholische und orthodoxe spielt wichtige Rolle. Jetzt ist Kondrusevich, wie ist seine Position? Ich werde jetzt nicht richtig nennen. Leiter von der katholischen Kirche
ist das? Ah, das ist der Erzbischof der Diözese Minsk-Mogilew. Ja. Er ist jetzt außerhalb von Belarus, wurde nach Belarus nicht gelassen, weil die katholische Kirche Proteste unterstützt hat. Und in der orthodoxen Kirche haben wir auch eine neue Person. Und das bedeutet, dass in der orthodoxen Kirche das Regime Lukaschenko auch Angst gegenüber der Position der orthodoxen Kirche hatte. Und es gab auch letzte Woche war eine Situation, als Miliz, Polizei, die Leute in der katholischen Kirche gesperrt hat auf dem Regierungsplatz, wo Leute am Abend gesammelt haben und sie sind gelaufen zur Kirche und sie wurden gesperrt von Polizei. Und das war so ein Bild für die ganze Woche. Und das wird als ein Bild von diesen Prozessen bleiben, dass Kirche wirklich die Leute versteckt hat und Polizei so brutal gegenüber Leute wieder sich brutal verhalten hat. Und Kirche ist auch eine Figur jetzt und eine Institution, die eine Position hat und Leute unterstützt. Also die Verweigerung der Einreise des Erzbischofs von Minsk ist ein besonderer Vorgang, weil er selbst belarussische Staatsbürgerschaft hat. Und daran kann man erkennen, glaube ich, wenn ich das kurz kommentieren darf, dass eben nachdem der Staatsapparat von Lukaschenko am Anfang selbst verdutzt war über das Ausmaß der Proteste, eigentlich langsam sozusagen wieder die Kräfte sammelt und zu alten Methoden zurückkehrt und die schärfer sind als je zuvor. Und das ist eine Sorge, die ich habe, dass eigentlich der Herbst der Repression jetzt gerade erst beginnt. Also dass wir aber natürlich nicht wissen, was weiter passiert. Ich wollte André noch mal eine Frage weitergeben. Doch noch mal, also Sie haben mehrere Leute nachgehakt. Wie kann man sich jetzt eigentlich den Alltag vorstellen? André, du lebst in einem Stadtteil von Minsk als Bürger, aber auch als jemand, der sich für Stadtentwicklung interessiert. Also es gab hier ganz konkrete Fragen. Ja, wie ist die Stimmung bei deinen Freunden? Hast du Internetzugang? Und fühlst du dich auch nach dieser Gefängniserfahrung heute, wenn du durch die Stadt gehst, bedroht? Oder inwieweit hast du eigentlich Angst im Alltag? Это питание про повседневное життё конкретно у твоем житті і так само питання наскільки досвід у в'язниці впливає якби на восприятие того, що зараз відбувається у твоїм конкретному житті Мінському. Yeah, so each of us, each of active citizens in Minsk and in other Belarusian cities right now, we have included in our daily life some percentage of protests. So we do something that we can do according to our skills, according to our free time and so on, in order to make protests alive. We do print some handouts, we do organize events, we do participate in the protests of going out in the street, we do share the information with media, also external ones, so foreign media, and so on. What considers my life after detainment, it's definitely changed in terms that right now I have a psychological trauma of cars passing by, and in the evening I'm quite afraid that the car will just suddenly stop and pick me up, like it was in the middle of the night in the day I was detained. Arrested, and so there's this fear of going out in the streets in the night, and I'm trying to somehow overcome, and so this is quite strange and unpleasant feeling, but I still I'm still empowered by those people coming out in the street each day, and that brings me back to life.
Vielen Dank. Ich habe eine letzte Frage an Olga Sprager, bevor wir dann auch in wenigen Minuten zum Ende kommen. Olga, wir haben zusammen an einer Universität gelehrt, die einen Präsidenten hatte, der auch schon 25 Jahre dort im Amt ist. Und mich hat damals schon diese Frage beschäftigt, oder mir war damals aufgefallen, dass es eigentlich in vielen Konfliktsituationen, die wir auch dort zusammen erlebt haben, dass eigentlich es nie den Modus eines Ausgleichs gab, dass man eine Art Kompromiss findet, sondern es war so, wenn ein Streit begann, musste einer gehen. Es gab, und die Frage, die jetzt hier aus dem Publikum kam, die ich dir nochmal stellen will, ist, was heißt das eigentlich für die belarussische Gegenwart oder für die nahe Zukunft? Wenn sich in Belarus die Proteste aufrechterhalten und noch mehr Menschen anschließen oder es gelingt, weitere Gruppen dafür zu gewinnen, die zum Beispiel in Bälde auch von einer wirtschaftlichen Krise erfasst werden würden, was ist eigentlich die Exit-Option für Lukaschenko? Wie schätzt du das ein, was eine Option wäre? Wir kennen eigentlich nur die ukrainische Variante, dass Janukowitsch sozusagen die Flucht ergriffen hat und seitdem haben wir von ihm nichts mehr gehört. Wir nehmen an, dass er irgendwo so in einer gut bewachten Datsche sitzt. Wie siehst du die konkrete Zukunft sozusagen des Modus, in dem Konflikte ausgetragen werden in Belarus? Ja, jetzt wird Lukaschenko als ein Verbrecher wahrgenommen und er ist nicht eine Person, mit der man in Dialog eingeht, weil er soll Verantwortung tragen dafür, was er die ganze Zeit im Laufe von 26 Jahren gemacht hat, aber auch in diesen Tagen, als Leute gefoltert wurden und getötet auch. Und ich weiß nicht, Lukaschenko soll vor dem Gericht stehen. Und ob er jetzt fliehen wird oder weiß nicht. Aber unsere Hoffnung ist, dass er wirklich Verantwortung tragen wird dafür, was er gemacht hat. Und das ist unser Wunsch. Und er und die Leute, die das alles unterstützt haben und auf verschiedenen Niveaus das alles gefälscht und Gewalt gegen Bürger und Menschen verhalten haben. Vielen Dank. Ich möchte zum Schluss nochmal die Frage an Tina Wünschmann und Nina Weller stellen, wie es eigentlich mit dem Projekt Stimmen aus Belarus weitergeht. Ja, wir möchten natürlich weitermachen. Die vielen Fragen aus dem Publikum haben mich eigentlich auch nochmal darin bestärkt, dass es noch unheimlich viele Fragen zu beantworten gibt. Und wir hoffen natürlich, dass wir das, da wir uns jetzt nicht jeden Abend hier live mit der Böll-Stiftung treffen können, dann vielleicht mit Texten tun können. Ich möchte nochmal sagen, Vanja Müller, Susanna Koltun, Thomas Weiler, Nina Weller, Felix Ackermann, und meine Wenigkeit, aber auch zum Beispiel Barbara Bernsmeier und Judith Geffert, die hier viele, vor allem Nächte investiert haben, um zu übersetzen, um zu redigieren. Wir machen weiter im Rahmen unserer Möglichkeiten. Nina, was meinst du? Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich finde auch, dass die Veranstaltung heute und vor allem auch die vielen Fragen, die kamen und die ich mir selber auch noch mal während des Zuhörens gestellt habe, hat mich auf jeden Fall bestätigt, dass wir weitermachen. Zumal wir jetzt auch in der ganzen Arbeit gesehen haben, dass die Ereignisse sich unglaublich schnell, sehr schnell weitergehen und wir mit diesem sehr breiten Spektrum an Stimmen, was wir haben, glaube ich, auch tatsächlich nochmal eine andere Perspektive jenseits der auch ohnehin schon sehr differenzierten Berichterstattung auch hier reinbringen können. Was aber nochmal eine Sache ist, auch die wir weiter betreiben wollen, sind nach unseren Möglichkeiten auch Veranstaltungen in der Öffentlichkeit stärker auch wahrzunehmen und zu organisieren, um eben auf die Situation in Belarus über diese Vielfalt der Stimmen aufmerksam zu machen. Wir hatten jetzt heute
ja, mit der Online-Veranstaltung gewissermaßen eine Premiere. Es wird am Sonntag bereits eine weitere Veranstaltung geben, diesmal analog, und zwar im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Wir haben, was sehr schön ist, relativ kurzfristig eine Solidaritätsveranstaltung mit in ihr Programm genommen. Und zwar ist es eine im Rahmen der Veranstaltungsreihe Berlin liest. Berlin liest für Beirut und Belarus. Das findet am Sonntag, den 6. September statt. Der erste Teil wird Belarus gewidmet sein, von 10 Uhr bis 14 Uhr. Der zweite Teil eben von 16 Uhr bis 20 Uhr Belarus. Wir werden eben dort anwesend sein und werden ein breiteres Spektrum hoffentlich an Stimmen präsentieren können. Mit dabei werden sein die schon erwähnten Übersetzer aus unserem Team, Susanna Sophia Koltun, Vanja Müller. Und dazu kommen noch Kolleginnen, die weiter den Stimmen Raum geben werden, nämlich Ekaterina Teves, Jaroslava Ananka und Heinrich Kirschbaum. Und wir werden das Ganze auch in Kooperation mit dem Verlag Edition Fototerpeter machen. Alle sind herzlich eingeladen, die in Berlin sein können. Am Sonntag, den 6. September, im James-Simon-Park. Das ist in der Nähe des Hackeschen Marktes, Nähe der Museumsinsel in Berlin-Mitte. Das ist sozusagen noch mein Werbebeitrag zu unseren Stimmen aus Belarus und wie es weitergehen kann. Ja, vielen, vielen Dank auch für unsere Kooperation und an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Unterstützung und vor allem natürlich an Olga Sparaga und André Karpecker, die sich Zeit genommen haben. Wichtige Zeit, um gemeinsam mit uns Stimmen aus Belarus zum Klingen zu bringen. Wir hatten jetzt keine Zeit zu diskutieren, dass die Leugnung der Corona-Krise durch Alexander Lukaschenko einer seiner großen Kardinalfehler war, die ihm sehr viele Menschen in Belarus nicht verziehen haben. Und ich wollte zum Schluss eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass es einen positiven Effekt der realen Corona-Krise gibt, nämlich dass diese Art von Webinar so möglich ist, von so vielen verschiedenen Orten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch also viele Zuschauer von unterschiedlichen Orten eingeklinkt haben. Und lassen Sie uns noch ein letztes Gedicht hören von Julia Timofejeva und die Stimmen aus Belarus mit in unseren Alltag an verschiedenen Orten nehmen und vielleicht morgen dann weiter darüber nachdenken, was es heißt, Solidarität mit unseren Freunden, Kollegen, Bekannten, den Menschen in Belarus zu zeigen. Vielen, vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank meinerseits auch. Auch von mir ganz herzlicher Dank an Olga und André, aber auch an Felix und die Übersetzer und Übersetzergruppe. Es ist klar, dass wir politisch weiter dranbleiben am Thema Belarus und wir freuen uns, wenn ihr das literarisch und menschlich und überhaupt mit unterstützt. Vielen Dank auch an alle, die dabei waren. Julia Timofejeva, der Angststein. Der Angststein. Ich habe Angst. Ich bin daheim. Als Erbstück erhielt ich meine Angst. Eine Familienreliquie. Ein wertvoller Stein, weitergegeben von Generation zu Generation. Unser Feldstein ist schlicht und rund, gestohlen einst von des Gutsherren Land. Der Stein hat keinen Mund, er kann weder schreien noch sprechen. Der Stein hat kein Gedächtnis. Bleibt ewig Fötus, der lediglich langsam und unerbittlich wächst. Einer nach dem anderen nähren wir den Stein durch die lange Nabelschnur der Ahnen. Urgroßmütter und Urgroßväter, Großväter und Großmütter, Mutter und Vater und schließlich ich. Nun ist es an mir. Die Regeln der Pflege sind einfach. Zuerst trägst du den Stein am Herzen. Er trinkt dein Blut und saugt deine Lebenskraft. Der Stein gewöhnt dir ab, aus voller Brust zu atmen. Danach lässt du den Stein höher steigen, deine Kehle verstopfen und deine Worte sieben. Der Stein gewöhnt dir ab, zu sagen, was du willst. Und schon kommt die Angst hervor, umwickelt als steinerne Nabelschnur deinen Hals, hängt sich an deine Brust und ist dein ewiges Gegengewicht.
Ach, wie schön. Haben Sie den von Ihrer Großmutter? Ja. Geben Sie gut darauf Acht. Unbedingt.